Also ich finde es schon wichtig, dass wir unsere Mundart behalten. Schon, dass wir sich gerade verständigen mit den Leuten auf beiden Seiten vom Rhein, im Badischen, in Basel und im Elsass. Wir haben ja die gleiche Ahnen und wir reden alle Alemannisch. Das ist schon wichtig für das, für die Leute, die zusammenkommen. Es ist aber auch wichtig, in jedem Teil für sich selbst. Es ist wichtig bei uns, für die Kinder, dass sie auch den zweiten Spruch kennen. Und wenn sie dann noch Elsassisch lernen, können sie noch später ganz leicht andere Sprachen lernen. Denn es ist bewiesen, dass wenn man einen Hauptspruch und einen Mundart miteinander lernt, als ein kleines Kind, kann man viel besser noch alle anderen Sprachen, ist es Englisch oder irgendwas, lernen. Also ich bin der Ansicht, dass die Mundart überall muss sein, wie jetzt in meinem Fall Elsass ist. Dass man sie in der Straße, Schilder, dass man sie in der Geschäften, in der Kirche, dass man sie in den Zeitungen, in allen Medien, Internet, dass man sie in den Verlagen, wenn sie es bewusst sein, also dass wir Brüche, schriftliche Sachen, in den Zeitungen muss die Mundart sein. Aber ich habe etwas anderes unternommen. Ich gehe in den Kindergarten, und in Grundschule mit der Miss France vom letzten Jahr, 2012, wo auch Elsassisch redet und wo die Mühe gehabt für Elsassisch reden am nationalen Fernsehen. Und das ist ein Interesse für die Kinder, für Elsassisch lernen, gehen wir in der Schule durch. Aber ich unterrichte auch Elsassisch und Alemannisch in der Freuen, wo die Betreuung und Unternehmen von unseren älteren Leuten in der Altersheim. Da sind viele, die kommen aus Afrika, Madagaskar und so weiter. Und wenn die ein paar werden Elsassisch kennen, sind sie viel mehr auch nur von diesen älteren Leuten. Und der Kontakt ist viel einfacher und viel besser.